Moin moin und hallo Leute, mein Name ist FreshG und ich heiße euch herzlich willkommen im neuen Jahr 2014 mit einem neuen Video, und zwar wieder Hearthstone. Und das ist ein sehr interessantes Gameplay, aber ich möchte nicht schon wieder über das Gameplay reden, wie jetzt schon in den letzten drei Videos eigentlich so von Hearthstone, sondern mal so über Gott und die Welt einfach. Und zwar hoffe ich, dass ihr allererstens mal richtig gut ins neue Jahr gestartet seid, hoffentlich. Und natürlich, hoffentlich habt ihr euch da auch irgendwelche Vorsätze Sätze schon gemacht, die hoffentlich auch ein bisschen länger halten als ein Monat oder sowas. Und falls ihr euch fragt, ja, hat sich denn der Fresh da auch irgendwelche Vorsätze gemacht? Nee, nicht wirklich. Ich will eigentlich nur, dass das ganze Jahr ganz normal verläuft, ohne großes Tohuwabohu irgendwie, ohne große, schwierige Krankheiten, Verletzungen. Sonst so ein Gedöns. Also da bin ich relativ langweilig. Ich versuche so aus meinem Leben so das Spannendste rauszuholen, wie es für mich halt so okay ist, aber wünsche mir da jetzt keine spektakulären Sachen noch extra mit rein oder irgendwelche Ziele von wegen am Ende des Jahres möchte ich irgendwie das und das können, irgendwie einmal eine Mathe-Staffel mitgemacht haben oder irgendwie so ein Blödsinn. Was ultra spannend wäre natürlich. Ja, das fällt mir natürlich jetzt wieder das beste Beispiel ein. Und ich wollte euch auch mal fragen, so wie euch Weihnachten ergangen ist, ob ihr da schön gefeiert habt und wie ihr da gefeiert habt. Weil ich wurde zum Beispiel sehr, sehr häufig, deswegen ist mir das jetzt nämlich gerade eingefallen, häufig nach Weihnachten gefragt, was ich denn so geschenkt bekommen habe. Und da ist mir so eingefallen, warum wollen denn alle wissen, was ich geschenkt bekommen habe? Ich meine, Weihnachten ist Weihnachten und das ist doch eigentlich so oder so eine relativ schöne Zeit für die meisten, die es halt zumindest feiern. Manche feiern ja Chanukka oder sonst was. Ist ja jedem das seine. Und was ich viel wichtiger an Weihnachten finde, ist so dieses, wie feiert man Weihnachten? Ob man da jemand ist, der schon so sich ein bisschen abschottet und keinen zum Feiern will, vielleicht auch leider keinen mehr zum Feiern hat. Oder ja, ob man da halt so kein Wert drauf legt oder ob das so ein Familiending ist. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass wir immer zu unseren Großeltern fahren. Die haben dann immer schon den Tannenbaum da. Und dann gibt es am normalen Weihnachtstag, wo dann die Bescherung ist, auch gar nicht so viel zum Essen. Und dann die Tage darauf wird dann ordentlich gefraced. Und die Bescherung, das ist dann so die Nebensache. Also dieses Familiäre, dieses Zusammenkommen, das ist so viel wichtiger bei uns. Und deswegen finde ich es eigentlich immer so ganz interessant, so aus der soziologischen Hinsicht, dass viele dann einfach so fragen, ja, was hast du denn geschenkt bekommen? Aber ich habe natürlich dann auch gerne zurückgeantwortet, ja, alles gut gelaufen und habe auch das bekommen, was ich möchte. Weil ich meine, das ist jetzt für einige dann vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das jetzt im Video sage, weil ich ja gesagt habe, dass ich alles bekommen habe, was ich möchte. Aber für mich ist jedes Geschenk das Richtige, solange sich jemand Gedanken um mich gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kann das verstehen, wenn man ein bisschen jünger ist so und dann sagt, ja, ich will unbedingt dieses Spiel haben, ich will unbedingt diese Grafikkarte haben, dieses Fahrrad, sonst was, welches Hobby man auch immer gerade im Herzen trägt und das dann vielleicht nicht bekommt, dass man ein bisschen enttäuscht ist, vielleicht sogar sauer. Das ist aber auch ein gutes Recht, das ist ganz normal. Aber für mich ist es mittlerweile so, mir ist es scheißegal, was die anderen mir schenken. Wenn ich merke, dass derjenige sich Gedanken gemacht hat, dann freue ich mich extrem darüber. Und das ist so das Allerwichtigste für mich bei der ganzen Sache. Dieses an den anderen denken, sich füreinander Zeit nehmen. Nicht nur am Feiertag, sondern auch davor. Sich darauf vorbereiten, sich darauf zu fokussieren, mal wieder das Miteinander zu erleben. Und das sagt jeder so locker vor sich hin. Aber wenn man sich wirklich Gedanken darüber macht und wirklich auch mal das für sich in Worte fasst, vielleicht auch Briefe an Menschen schreibt, die weiter weg wohnen. Briefe schreiben ist sowieso sowas, was total verloren gegangen ist. Alles immer nur schnell mit E-Mail. Für einen Brief nimmt man sich viel mehr Zeit und achtet darauf, dass es schön geschrieben ist. Dann finde ich, ist es immer sowas ganz anderes, weil man sich da mehr mit beschäftigt, anstatt einfach nur so zu sagen, ja, das Miteinander und die Familie sind mir wichtig. So, wenn man so zum Beispiel interviewt wird oder sowas. Ja. Das ist dann so eine 0815-Antwort, aber so dieses wirklich Gedanken drum machen, das finde ich ganz wichtig. Und naja, Silvester war bei mir jetzt auch nicht riesengroß. Es war einfach mal was ein bisschen Besonderes dieses Jahr, dass ich nicht zu Hause gefeiert habe und auch nicht so wie sonst eigentlich mit meinen Großeltern und meiner Mutter zusammen.
mit der ganzen Familie sozusagen, sondern eher diesmal anders, aber trotzdem auch geil und alle Finger sind dran geblieben, von daher ist alles supi. Ich bin sowieso nicht mehr so der Typ, der für Silvester irgendwas kauft. Ich glaube mittlerweile seit 3 Jahren. Ich muss jetzt übelst wie so ein Langweiler rüberkommen, aber seit mittlerweile, glaube ich, 3 Jahren kaufe ich gar nichts mehr zu Silvester. Ich habe schon immer wieder mal überlegt, ja, kaufst du doch mal so eine Batterie, eine geile, irgendwie so 6 bis 30 Euro. Da kriegt man ja richtig, richtig gute Dinger, so wenn man sich ein bisschen da auskennt, ein bisschen rumfragt, ein bisschen Tests sich im Internet anguckt oder sonst was, gibt es ja sogar. Und dann kann man ja da ordentlich einmal anzünden, dann schießt er da alles hoch, macht ein bisschen Peng-Peng und dann kann man ja wieder reingehen. Ich meine, ist doch sowieso strunzblöder, die ganze Zeit in der Kälte zu stehen und jeder, der da 180 Böller hat, dem frieren sowieso irgendwann die Finger ab und der Finger tut weh, mit dem man andauernd das Feuerzeug anmachen musste. Aber habe ich das habe ich auch alles durchgemacht, von daher brauche ich es jetzt nicht mehr irgendwie. Da hatten wir 24 Raketen, haben die hochgeschossen, die haben nicht uns gehört, die sollten einfach nur weg, weil die schon 4 Jahre rumstanden und dann war es gut. Ich habe sogar hier auch noch hinter meinem Fernseher irgendwie so einen Stapel Böller liegen, die nie weggehen. Dieses Silvester sind wir auch wieder nicht dazu gekommen. Naja, mal gucken, was damit passiert so in den nächsten Jahren. Früher hätte ich das bestimmt sofort alles weggeballert, einfach grundlos unter die Brücke geschmissen, damit es da lauter knallt, in Gullis reingefeuert und nicht drauf geachtet, dass es vielleicht auch mal so eine Explosion geben kann mit irgendwelchen Gasen oder so. Nö, scheiß drauf, einfach renn da. Ja, ich hoffe, ihr habt natürlich alles gut überstanden und alle Finger dran und keine Verbrennungen und sonst was. Die Wohnung hoffentlich auch noch ganz, ne? Und das ist ja auch was ganz Wichtiges, dass man da die Fenster zulässt an Silvester, ey. Wir sind weggefahren und ich dann erstmal so, Moment mal, hast du eigentlich dein Fenster zugemacht? Ist mir ein bisschen früh eingefallen, ja, ich geb's zu. Naja, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr alles überstanden habt und jetzt möchte ich doch mal auf das Gameplay zurückkommen. Und zwar sieht es ja gerade nicht wirklich gut aus für mich, ne? Es sind ja schon ungefähr 7 Minuten rum hier von dem ganzen Video, fast 7:30 und ich würde sagen, die meisten würden sich so denken, der hat verkackt, aber da kennt er den Freshie nicht, ne? Also, like a boss, dachte ich mir so, da kannst du noch was rausholen. Also, vielleicht. Und das ist halt so das Problem an Hearthstone. Du musst extrem viel Glück haben. Ja, und der Gegner, der hat alle seine Karten ausgespielt. Und darauf habe ich geachtet. Und das ist so das Einzige, was ich beeinflussen konnte. Ich habe nicht sofort alle meine Karten ausgespielt. Was ja auch irgendwie nicht geht, wenn ich nicht genügend Mana-Kristalle habe. Aber jetzt habe ich hier so ein paar Leute, mit denen ich mich verstärken kann. Ne? Dabei lege ich natürlich zuerst den Spot weg, damit ich den Gegner direkt angreifen kann. Und da wird auch schon für mich gejubelt, weil ich jetzt hier ordentlich Damage mache. Und schon sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus, ne? Kollege Schnürschuh macht hier noch ein paar sinnlose Sachen, die ihn gar nichts mehr bringen. Da kann er sich nochmal verstärken, ne? Aber es ist aus. Es ist aus, mein Guter. Ich bin einfach zu imber. Ganz im Ernst. Vergiss es. Ja, und jetzt überlege ich so rum. Ja, was machst du denn jetzt? Haust nochmal einen Spott raus. Ich meine, man hat ja die Kristalle, ne? Macht ja nichts. Greifen wir ihn nochmal direkt an. Alle drauf hier. Mal gucken, wie er reagiert. Und tja, da hat er nur noch ein Leben übrig. Und ich sag, GG, no re, würde ich mal sagen. Und da kapituliert er. Da überlegt er kurz und denkt sich, nee, eigentlich habe ich keine Chance mehr gegen ihn. Und gibt einfach auf. Tja. Geile Sache, da kann man sich auch bedanken, ne? Wie ich es ja gemacht habe. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie seht ihr das Ganze mit Weihnachten, Silvester? Wie feiert ihr das und wie wichtig ist euch das Ganze? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hoffentlich auch bis zum nächsten Video. Ciao.